hast dein Versprechen gebrochen. So ein Scheiß läuft ja eigentlich. Da bitte ich dich um eine Sache. Nur eine einfache Sache. Warum glauben die Leute, ich vertue? Antworte mir! Setz dich. Jetzt antworte mir, warum glauben die Leute, ich vertue? Das weißt du. Nein, das weiß ich nicht. Ja, weißt du's. Wie könnte wohl jemand darauf kommen, uns zwei zu verwechseln? Du hast es. Nein. Versuch nicht, uns zu verarschen. Sag es. Weil. Sag es. Weil wir dieselbe Person sind. So ist es. Wir sind der singende, tanzende Abschaum. Ich verstehe das nicht. Du hast einen Weg gesucht, dein Leben zu verändern. Und allein hast du es nicht geschafft. All das, was du immer sein wolltest, das bin ich. Intelligent, begabt und das Wichtigste. Ich habe all die Freiheiten, die du nicht hast. Och nein. Das ist vollkommen möglich. Nein. Das ist verrückt. Das machen Menschen Tag für Tag. Sie reden mit sich selbst. Sehen sich selbst so, wie sie gern sein möchten. Sie haben nicht den Mut, den du hast, es einfach durchzuziehen. Natürlich kämpfst du immer noch damit, deshalb bist du manchmal doch noch du. Irgendwann sollten wir das nochmal machen. Dann bildest du dir manchmal ein, du beobachtest mich. Stück für Stück. Oder aus dir ein anderer Mensch. Du hast ein Haus, läuft auf deinen Namen. Du hast Jobs und führst dein eigenes Leben. Nicht schlafen, deswegen hast du Nachtjobs. Oder du stehst auf, um Seife zu machen. Du fickst Maler da. Genommen fickst du Maler. Für sie ist das unerheblich. Oh mein Gott. Also unser Dilemma. Sie weiß zu viel. Wir müssen klären, inwiefern das die Ziele, die wir haben, gefährden könnte. Was soll das heißen? Das ist doch Schwachsinn. Das ist Schwachsinn, das höre ich mir gar nicht an. Du bist verrückt. Nein, du bist verrückt. Und wir haben einfach keine Zeit für diesen Scheiß.